Klar. Finde sie doch einfach mal nicht. Jetzt kann ich das endlich triggern, was ich die ganze Zeit triggern wollte. Wir müssen nur ein bisschen auf unseren Film aufpassen. Hinter uns, richtig? Ja, natürlich. Hallo? Denkst auch nur du. Ja, ich kann dir gerne helfen. Wenn du mich nicht angreifst, kann ich dir gerne helfen. Dann können wir gerne darüber reden. Hallo? Kamera? Ja. Toll gemacht. Super. Ich klatsche dann, wenn ich Zeit dazu habe, du scheiß Missgeburt. Fucking scheiß Kamera, ich hasse dich so. Was ist denn das? Wenn sie näher kommt, kannst du auf einmal sie nicht mehr sehen, oder was wird das? Nichts, wait. Zeig dir gleich, wait. Blöde Kuh. Blödes Mistgerät. Ach so, wir müssen dringend mal miteinander reden. Was du für eine blöde Kamera da auf den Markt bringt, die echt Schrott ist. Ja, komm, steh doch neben der Brücke. Ist doch ganz angenehm, hm? Oh, ich bring dich um. Ich bring euch alle um. Ganz ehrlich. Du bist so eine verdammte Drecksmistgeburt. Ich hab dich so... Madame. Ah, ja, genau. Stehen Sie doch hinterm Pfosten. Stehen Sie gut da? Tschüss. Echt? Nichts, wait. Ich zeig dir gleich, wait. Wie komme ich denn wieder dazu, so viel Film zu haben? Ich habe doch gar nichts eingesammelt. Ich war gerade bei 40. Jetzt habe ich auf einmal wieder 56. Hallo? Hier konnte man nichts triggern. Nein. Hier dürfte auch nichts gewesen sein. Dann müssen wir jetzt entweder zu anderen... Ja, ich habe ihn verpasst. Du bist so ein Arsch. Das ist in einer anderen Version viel leichter. Burglarist 5. Das Kiryu-Haus und das Tachibana-Haus sind durch einen Geheimkorridor miteinander verbunden und nennen sich die Zwillingshäuser. Die Zwillingsschreinmäden bleiben dort vor der Zeremonie und werden dort gereinigt. Während des Reinigens ist es ihnen nicht gestattet, rauszugehen. Sie dürfen aber jederzeit zwischen den Häusern wechseln. Die Brücke auf dem zweiten Stock des Tachibana-Hauses wird auch die Himmelsbrücke genannt. Und der geheime Tunneldurchgang vom Kiryu-Haus aus nennt sich die Erdbrücke. Die Erdbrücke ist durch ein Tunnelsystem verbunden. Ja. Der Durchgang ist eine natürliche
Höhle unter dem Dorf. Am tiefsten Punkt liegt ein verbotener Ort. Nur eine bestimmte Klasse der Verhangenen oder was auch immer, Priester und Leute, die die Trauernden genannt werden, dürfen dort eintreten. Es scheint, dass das Tor zur Hölle sich dort befindet und das verbotene Ritual dort durchgeführt wird. Mensch, wenn ich wütend bin, kann ich viel besser Englisch, als wenn ich so versuche zu übersetzen. Ich sollte öfter wütend sein. Dazu liegt. Ich kotze im Strahl. Ach, Mario hat auch was zu sagen. Wenn sie das schon sagt, dann müssen wir wahrscheinlich zu Izuki. Ich kotze. Ja, genau. So, wenn sie das schon sagt, dann müssen wir wahrscheinlich zu Izuki gehen. Mio, geh doch einfach mal nach links. Kann doch nicht so schwer sein. Gottverdammte Drecksscheiße. Entschuldigung. Be quiet. The villagers will hear you. Sarah ist verschwunden. Sie ist vielleicht in mein Haus gegangen. Das Haus wird für die Zeremonie verschlossen. Du musst durch das Kiryu-Haus gehen. Ja, und benutzt die Brücke, die die Zwillingshäuser verbindet. I don't want the same thing to happen to you as did to me. Please, run away. Wir versuchen's. Hey, Nesmetterlinge. So, können wir jetzt endlich machen, was ich die ganze Zeit vorhatte. Aber wahrscheinlich müssen wir erst den Schlüssel auch dafür finden. War nicht schon wieder so eine Aktion wie beim Osaka-Haus, nur weil ich nicht richtig gelesen habe.
Noch erwischt. Ich will schon sehen. Na komm. Der Brunnen schon wieder. Komm da ja gerade erst her. Ich denke immer, da steht jemand. Mensch. Freue ich mich auf die Wii-Version. Die ist entspannter wenigstens. Juhu, wir haben es endlich. Sind wir hier jetzt eigentlich? Nö. Vielleicht geht das auch gar nicht in der Version. Jo. Boah, wenn die sich nicht so scheiße lenken lassen würde. Wollte nur wieder was gucken. Ja, wir können durch. Endlich. Die Verbliebene, Kapitel 6. Jetzt ist sie nicht mehr verblieben. Jetzt ist sie nur noch weg. Noch jemand mit einer gespaltenen Persönlichkeit. Juhu. Schön, dass das Spirit Radio reagiert. Juhu, 61er, nicht 71er Film. Ich gucke nur, ob man das Spiel wieder austricksen kann. Violettes Tagebuch 1. Warum töten? Warum töten? Warum töten? Warum töten? Warum töten? Warum töten? Und so weiter.
Das wird jetzt auch gleich ein Spaß. Mit einem der dämlichsten Kämpfe, die es gibt. Nur im Voraus sage ich das. Aber es gehört nun mal zum Spiel dazu. Von daher... müssen erst hier rum. Die versteckten Orte haben sich nicht geändert zwischen dem Remake und dem Original. Das hat sich echt überhaupt nicht geändert. Violettes Tagebuch 2. Meine Hände schlossen sich um Asamis Hals. Er war so weich und warm, lebendig. Mein Griff schien ihr so viel Schmerzen zuzufügen. Ganz am Ende musste der verhüllte Priester mir helfen. Aber Asami sagte, sie möchte, dass nur ich es mache. Ich wurde eins mit Asami, aber jetzt ist sie weg. Ich kann nicht mehr darüber reden. Vater hat Asami zurückgebracht. Alles, was ich tun konnte, war mich entschuldigen. Sie hat mir vergeben. Das Töten ist nun vorbei. Nie mehr. Ich werde jetzt niemanden mehr wehtun. Ich werde nie jemanden mehr töten lassen. Vater sagt, Asami sei besessen und er versucht, sie umzubringen. Er versucht, Asami zu töten. Ich werde es nicht zulassen. Ups, da habe ich jetzt einen Satz zuvor gegriffen, aber egal. Blue Crystal. Ist da was drin? Nope. Blue Crystal, okay. An Mayu? Ja, natürlich. Genau das wurde betrieben. Was für abgefuckte Rituale.